Hallo, guten Abend, du Liebe. Es ist schon wieder 5:30 Uhr, Zeit für das montägliche Live um 5:30 Uhr. Und heute habe ich auch wieder ein ganz wunderbares Thema, nämlich deinen Lebensplan. Und warum das so wichtig ist, dass wir einen Lebensplan haben, da schauen wir gleich mal rein. Erstmal die Frage an dich: Hast du denn überhaupt einen Lebensplan? Hast du ein Ziel, worauf du hinarbeiten kannst in deinem Leben? Wenn ja, super. Die Frage ist aber jetzt weiter an dich: Hast du dein Ziel auch aufgeschrieben? Ob das digital oder analog ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber hast du dein Ziel notiert? So, jetzt gucken wir mal, wer da schon ist. Hallo, guten Abend. Ja, hast du dein Ziel für dich notiert, es festgehalten? Also das Prinzip der Schriftlichkeit hier letzten Endes auch angewandt, weil wer schreibt, der bleibt. Und das ist ganz wichtig, dieses Ziel aufzuschreiben, weil wenn du es auch noch formulierst, dann ist es wieder noch ein Stückchen näher an dir dran. Ja, wenn du es aufgeschrieben hast, tust du auch schon Dinge, die in die Richtung deines Zieles deuten. Also hast du schon die eine oder andere Aktivität für dich getan und durchgeführt oder angestrebt oder vielleicht auch sogar aufgeschrieben, die dich deinem Ziel näher bringt? Leider ist es so, dass die wenigsten sich ihr Ziel aufschreiben. Und leider ist es auch bei vielen so, ganz oft, na, du kennst das vielleicht von Silvester, man nimmt sich gute Vorsätze fürs neue Jahr, dann tut man das so 2, 3 Wochen, tut man die Dinge, die man sich vorgenommen hat und dann ebbt das wieder ab. Weil vielleicht hast du dein Ziel nicht aufgeschrieben, vielleicht hast du es nicht konkret genug aufgeschrieben, vielleicht hast du nicht wirklich den Willen dazu gehabt oder hast nicht wirklich genug dafür gebrannt. Das ist nämlich ganz wichtig, dieses Spüren deines Zieles. Was willst du tun? Wo willst du hin, das zu spüren? Ja, weil auch wenn du es schon ein paar Mal probiert hast, da kommt immer mal noch so ein Gedanke: Da war doch noch dieses eine Ding, was ich schon immer in meinem Leben noch tun wollte. Mit Betonung auf noch. So, jetzt schaue ich mal, wer da dabei ist. Hallo, liebe Ruth, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ja, dieses Gefühl, was willst du noch tun in deinem Leben? Dieses eine Ding noch umsetzen, verwirklichen. Und was ist das? Wofür brennst du? Was ist dein allersehnlichster Wunsch? Und was willst du noch in deiner Restlaufzeit tun? Der Meter läuft, der Meter wird kürzer, die Uhr tickt. Da ist es wichtig zu überlegen, was will ich mit meinem Leben anfangen? Was soll danach kommen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dich immer mal so ein bisschen zu hinterfragen. Wo stehst du gerade? Was willst du nicht? Und, und. Und wir gehen jetzt einfach mal diese Fragen kurz durch. Ja, du könntest hinterfragen, hast du noch eine sinnvolle Tätigkeit in deinem Arbeitsumfeld? Füll die dich aus. Willst du dabei bleiben? Und passt eigentlich diese Aufgabenstellung, die du ausübst, noch zu deinem, ja, zu deinem, wie soll ich sagen, zu deinen Kompetenzen, die du hast, die du dir mittlerweile erworben hast? Vielleicht kannst du mittlerweile viel, viel mehr als das, was du jetzt auf deiner Stelle vielleicht zu tun hast, was dich weiterentwickelt. Wie wichtig ist für dich eine finanzielle Absicherung, eine materielle Sicherheit? Das ist ja auch eine Rolle, das spielt eine Rolle. Wir wollen alle ein Dach über dem Kopf, wir wollen was zu essen, wir brauchen warme Kleidung. Ja, wir brauchen irgendwie ein Auto oder etwas, also zumindest um mobil zu sein. Wichtig ist immer der allererste Schritt, dir über dein Ziel klar zu werden. Und ganz oft fangen die Menschen an, über ihre Ziele nachzudenken und dann denken sie, oh, ob ich das überhaupt jemals schaffe, ich glaube, ich lasse es doch besser. Und das ist so, so schade. Ja, weil es eins meiner Mottis ist, oder ein Motto von mir, ich formuliere es so, ist, es geht auch immer anders. Und das andere ist, du hast immer die Wahl. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das, was er bisher getan hat, das fühlt sich vielleicht gar nicht so schlecht an, fühlt sich auf jeden Fall, ich sag mal so, in der Komfortzone bleibend, sicherer an, als sich auf ganz neues Terrain zu begeben und zu gucken, was ist denn da noch für mich? Ja?
Und wichtig ist immer, sich das Ziel bewusst zu machen, sich das Ziel ist, überhaupt klar zu werden, weil, wie ich habe vorhin gesagt, bei vielen bleibt es bei den Vorsätzen. Warum ist das so? Weil die Motivation dahinter fehlt. Und die braucht es ganz gewiss. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, wie man die halten kann, das Dranbleiben erleichtern kann. Aber das mal an einem separaten Platz, vielleicht auch hier in einem Live. Ja, und natürlich kannst du dich auch immer wieder selbst reflektieren, was gibt deinem Leben überhaupt Sinn? Ja, wobei, womit fühlst du dich erfüllt und ist dein aktuelles Tun, passt es noch zu deinen Werten, zu deinen Lebenswerten, die du hast? Ja, ich habe heute ganz, ganz viele Fragen mitgebracht und das ist so wichtig, sich mit diesen Fragen auch zu beschäftigen, weil nur dann können wir etwas verändern, dann können wir in Veränderung kommen, in Verbesserung, in Optimierung und in Wachstum auch hineinkommen, weiter wachsen, uns entfalten. Ja, wenn du noch so in deiner Findungsphase zum Beispiel bist, kannst du dich fragen, was will ich denn nicht mehr, definitiv nicht mehr, was soll weg aus meinem Leben? Und dir das einmal bewusst zu machen, das ist auch ein weiterer, ein wichtiger Schritt. Ja, welche Persönlichkeitsmerkmale willst du vielleicht für dich haben in Zukunft? Wie willst du sein? Wie stellst du dich dir selbst vor, dein Wunsch-Ich? Wie willst du agieren? Wie viel Energie willst du haben? Deine Merkmale, was macht dich aus? Und ja, wie möchtest du es gerne haben in deinem Leben? Wie soll das ausschauen? Gestalte dein Leben nach deinen Wünschen. Natürlich ist es wichtig, dein Umfeld dabei mitzunehmen, nicht alleine loszubrechen, alle anderen zurückzulassen und dann stehst du plötzlich alleine da. Das ist damit nicht gemeint, sondern binde deine Menschen, deine lieben Menschen um dich herum ein, in deine Pläne, in deine Ziele. Vielleicht unterstützen sie dich gerne, vielleicht gehen sie gerne, gerne mit auf deinem Weg. Und du brauchst auch heute noch gar nicht so gleich zu wissen, wie geht das denn überhaupt? Wie soll das funktionieren? Wichtig ist, dein Ziel erstmal zu definieren, wo du merkst, so innen drin, da brennst du dafür, dein Herz schlägt und du spürst so einen, das spürst du körperlich, wenn du dahin willst. Und was dich noch sehr gut unterstützen kann, ist eine ganz wunderbare kleine Übung mit großem Wirkungswert, nämlich stell dir doch einmal vor, geh mal ein Stück weiter in deine Zukunft und du schreibst dir aus der Zukunft eine Postkarte. Was würde denn auf dieser Postkarte stehen? Stell dir vor, du bekommst jetzt diese Postkarte aus deiner Zukunft. Was erlebst du da? Was machst du da? Eine ganz, ganz wundervolle Übung, die dich auch nochmal inspiriert und das Dranbleiben erleichtert, den Willen erhöht, das zu tun, was du willst, was du wirklich willst. Ja, und natürlich gibt es dann auch den beruflichen Punkt erst nochmal. Da kannst du natürlich mit folgenden Hinleitungen auch arbeiten. Wie würdest du dich fühlen wollen in deinem Beruf, in deinem beruflichen Umfeld? Ja, mit wem willst du da zusammenarbeiten? Wie stellst du dir deine Kollegen vor, das Miteinander mit deinen Kollegen, mit deinem Chef vielleicht, mit deiner Chefin oder mit deinen Mitarbeitern, wenn du der oder die Vorgesetzte bist? Wo würdest du gerne arbeiten? Ich sag mal irgendwo regional oder mobil, irgendwo von der Welt unterwegs aus. Vielleicht bist du mit deinem Wohnmobil unterwegs und arbeitest remote. Es geht ja heute, dank Corona, ist diese Möglichkeit, remote von überall zu arbeiten, ja ein wunderbarer, ja, Mehrwert geworden, zum Glück. Ja, wie möchtest du arbeiten? Wie viel Verantwortung möchtest du überhaupt noch haben? Vielleicht sagst du, ach, ich habe jetzt mein Leben so viel Verantwortung gehabt und so viel geackert und getan. Bisschen weniger Verantwortung tut es auch. Dafür ist es auch für mich in Ordnung, wenn ich ein bisschen weniger Geld verdiene. Oder vielleicht sagst du für dich, okay, es reicht für mich, wenn ich Teilzeit arbeite und in der Rest der verbleibenden Zeit mache ich was Soziales, engagiere ich mich irgendwo sozial, dass dieser Sinn des Lebens für dich auch da ist. Ja, und natürlich, das Thema Beziehungen darf hier auch nicht fehlen, weil ich sage mal, Beziehung ist ja auch so ein Thema, wenn du langjährig mit jemand zusammen bist oder es geht irgendwas auseinander. Oder du willst vielleicht irgendwie noch was ganz anderes in deinem Leben haben. Es fehlt dir etwas, wo du merkst, da fehlt einfach was. Ja, und dann überlege dir, willst du das weiterhin so leben? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn, Partner mitzunehmen und Wünsche zu äußern und zu sagen, hopp, lass uns doch mal das oder das machen, was hältst du denn davon? Und natürlich kannst du auch beschreiben, wie willst du deine Beziehung sehen? Wie stellst du dir deine Beziehung vor? Liebevoll, erfüllt.
auf Augenhöhe. Und das sind so Dinge, die du dir festlegen kannst als Ziel, um natürlich auch selbst dabei ein Stück weit mitzuarbeiten, deinen Beitrag dazu zu geben, dass auf der einen Seite entweder eine Verbesserung in der Beziehung kommt oder es vielleicht auf eine andere Art und Weise geschieht. Manchmal ist es Zeit, auch Verbindungen zu lösen, loszulassen. Und ja, das sind so die Fragen, die man sich stellen darf, wie man sich da fühlen möchte in der Zukunft. Und wenn du dich mit dem Gefühl, was du in der Zukunft haben möchtest, verbinden kannst, ist das eine ganz wunderbare Möglichkeit, in deinen Lebenstraum hineinzukommen. Und wenn du natürlich sagst, okay, ich habe mein Ziel für mich gefunden, das ist mein Ziel, darauf will ich hinarbeiten, dann ist es natürlich wichtig zu schauen, was brauche ich dafür? Dann ist es Zeit, einen Plan zu machen und zu sagen, was brauche ich zur Umsetzung für dieses Ziel? Brauche ich noch Menschen an meiner Seite, die mich in irgendeiner Form beraten, die mir Unterstützung geben? Brauche ich vielleicht noch eine Ausbildung, eine Fortbildung, irgendetwas in der Art, um das umzusetzen, was ich möchte? Schreib dir das auf. Auch das ist wichtig, dass du es verschriftlichst, dass du es aufschreibst. Ob das digital oder analog ist, völlig egal. Dass du es aufschreibst, dass du das immer so ein bisschen verfeinerst. Deswegen finde ich fast die digitale Variante Excel oder was auch immer, Mindmap, Xmind oder was du dafür benutzt, diese Möglichkeiten der Ideensammlung tatsächlich zu nutzen. Ja, Meilensteine zu definieren. Und das gar nicht so arg perfektionistisch zu machen, sondern wirklich mit Liebe, mit Freude, mit viel Elan und Herz aber dabei. Und zu sagen, okay, was will ich denn erreichen und für welchen Meilenstein brauche ich denn welche Unterstützung, ja, einfach Informationen. Und was ganz wichtig ist, wenn du dich auf deinen Weg machst, dass du Schritt für Schritt gehst. Also in meinem Programm zum Beispiel baue ich das ja so auf, dass wir Wegetappen nacheinander machen. Ich bin ja, wie ihr wisst, das Bergefan und da gibt es ja auch immer Wegetappen. Und wir haben das Ziel meist schon vor Augen, nämlich der Berggipfel zum Beispiel oder vielleicht die Hütte da oben, die wir vor uns sehen. Aber wir sehen, okay, da gibt es noch einige Serpentinen vorher aufzusteigen und wir gehen Serpentine und Wegetappe für Wegetappe. Das erhält die Motivation des Dranbleibens auch. Weil wir können eine Etappe machen, können uns auf die Schulter schlagen, wenn wir sie absolviert haben. Wir können ein bisschen innehalten, reflektieren und uns vorbereiten und Kraft tanken für die nächste Etappe. Und nur so wird es funktionieren. Das ist Motivation pur. Und ja, dich da auf den Weg zu machen. Auch ein Stück weit vorausschauend zu agieren, im Hinblick auch auf die Kapazitäten, die Kraftkapazitäten, die du hast. Ja? Und natürlich auch immer fokussiert bleiben darauf, dich nicht ablenken zu lassen, was von außen kommt. Oder vielleicht gibt es da Menschen oder Situationen, die dich vielleicht so ein Stück weit ausbremsen wollen und sagen, oh Gott, bist du verrückt? Willst du das wirklich machen? Hast du da nicht Angst? Und das ist das Risiko und so weiter und so fort. Lass dir das nicht nehmen. Geh auf dein Ziel zu. Ja, und schau auf dich selbst, auf deinen Weg, den du gehen willst. Und fokussiere dich darauf. Und natürlich schau, wer an deiner Seite ist, um dich dabei zu unterstützen. Ob das deine Familie ist, deine Freundinnen oder Menschen wie ich, die dabei einfach auch begleitend da sind und dich auf deinem Weg begleiten. Das sollen Menschen deines Vertrauens sein, das ist so, so wichtig. Und dann wird es dir auch gelingen, deinen Weg Schritt für Schritt zu tun. Alles, was du dafür brauchst, auf dein Ziel zuzugehen, wird dich auch, wenn du in deiner Energie losläufst, in deiner positiven Energie, mit all deinem Willen, mit all deinem Durchhaltevermögen, dann werden dich Dinge erreichen von außen, wo du sagst, hey, da habe ich doch gerade heute Morgen erst drüber nachgedacht oder habe mir dessen das aufgeschrieben und jetzt kommt da ein Impuls von außen. Ich habe monatelang von dem Thema nichts gehört. Das ist die Energie, die nach außen wirkt und das geht mit dir, du gehst mit den Dingen in Resonanz. Und das wird dir helfen, dein Ziel zu erreichen und ja, mit Spaß und Freude dabei zu sein. Und du weißt vielleicht schon, ich mache am 31. Mai gebe ich ein Live-Seminar für Lebenstraumheldinnen. Und da geht es auch darum, deinem Leben eine Richtung zu geben. Und da schärfen wir das nochmal, was wir heute Abend gemacht haben. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein. 31. Mai, das ist ein Dienstagabend, 19:30 Uhr. Und ungefähr eine Stunde tauchen wir ein in dieses wundervolle Thema
Ziele und Lebensträume, weil wir haben nur ein Leben und es ist so wichtig, das gut zu gestalten. Und wir haben ganz oft mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als wir uns dessen vielleicht bewusst sind. Ja, ich wünsche mir, dass mein Funke, also kein Gedankenfunke, doch schon auch, aber dass da der Funke auch so ein bisschen übergesprungen ist in Richtung Lebensträume und dass wir es uns wert sein dürfen und es zulassen dürfen, unseren Traum auch zu erzielen und zu verwirklichen und loszugehen. Und das Losgehen ist der allererste Schritt und dabei zu bleiben und zu spüren, wie gut sich das anfühlt. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Umdenken vielleicht auch schon ein Stück weit. Und ich freue mich schon auf das nächste Live um 5:30 nächsten Montag, gleiche Uhrzeit. Das Thema kommt natürlich noch zu dir geflogen über alle meine verfügbaren Kanäle. Und melde dich gerne jetzt noch an für den 31.05., wenn du auf meine, egal auf der Homepage, auf meiner Facebook-Seite, in LinkedIn, da gibt es überall den Event, wo du auch die Landingpage nochmal findest. Und darüber kannst du dich registrieren. Sei dabei, ganz unverbindlich und kostenfrei. Und lass dich inspirieren, deinen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir eine wunderbare Zeit, eine inspirierende Woche. Das Wetter wird traumhaft. Nutz auch du eine Kraftquelle, wenn es die Natur sein kann, dich gut über die Woche zu bringen. Und pass gut auf dich auf. Liebe Grüße, deine Umdenkerin Sandra. Ciao. Ciao, liebe Ruth auch. Schön, dass du dabei warst.